Neuigkeiten ist zum Beispiel Psyche. Wo man eben auf drei Etagen durchläuft und im hinteren Teil der Anlage sind eben Räume, wo ein Fahrstuhl simuliert wird als Absturz oder eine Höhle, wo sich der Boden bewegt und einstürzt oder ein Raum, wo dann in die Länge gezogen wird. Und wir haben auch Live-Akteure drin. Wir fahren jetzt nach unten in eine andere Welt.